Er ist unbestritten die größte Sportwagen-Ikone aller Zeiten. Der 911er feiert 2023 60-jähriges Jubiläum. Und wir haben die einzigartige Gelegenheit, alle 27 Derivate beim Speed-Dating kennenzulernen. Nie war die Auswahl an 911-Varianten größer als in der Baureihe 992. Dabei soll jeder seinen ganz eigenen Charakter haben. Welcher kann am meisten überzeugen und warum? Motorvision-Moderator Julian schlüpft in die Rolle des Bachelors und vergibt am Ende eines Roadtrips durch den Schwarzwald und die Pfalz seine einzige Rose. Außerdem schauen wir auf 60 Jahre Porsche 911 zurück und sprechen mit Experten, die aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe noch kein Straßenauto gefahren, das so perfekt wird wie dieses Auto. Wer träumt nicht davon, einmal in dieser vorteilhaften Situation des Bachelors zu sein? 27 Kandidaten wollen mein Herz erobern, aber nur einer wird es schaffen und am Ende diese Rose hier mit nach Hause nehmen. Alle anderen muss ich nach Hause schicken. Wo stimmt die Chemie von Anfang an? Bei wem spüre ich selber am meisten Emotionen? Und mit wem kann ich mir eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Das will ich heute herausfinden. Und bevor es losgeht, gibt es einmal einen kleinen Überblick, wer heute bei diesem Roadtrip alles so dabei ist. Aus drei verschiedenen Karosserieformen, neun verschiedenen Motorisierungen, Heck- oder Allradantrieb und einigen Sondermodellen ergeben sich 27 verschiedene 911er-Versionen. Angefangen mit dem Einstiegsmodell Carrera mit 385 PS, über den Topmotor Turbo S mit 650 PS. Bis hin zu den trackfokussierten GT3 und GT3 RS Modellen. Und dazu kommen limitierte Sondermodelle wie der 911 Dakar, Sport Classic und ST. Gleich zu Beginn gehen wir in die Vollen mit dem extrovertierten GT3 RS. Mit an Bord Matthias Roll, bei Porsche zuständig für Aerodynamik. Oh, hallo. Hallo. Ja, grüß dich, Julian. Matthias, hi. Grüß dich. Du kannst uns heute zum Thema Aerodynamik bei meinem ersten Einzeldate hier zur Verfügung stehen. Genau. Ich freue mich sehr. Wir haben direkt einen richtigen Brecher hier als erstes Fahrzeug, den GT3 RS quasi. Ja, ist das die Speerspitze von Porsche im Moment? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alles, was in Sachen Rundstrecke ganz vorne mitfährt, da sind wir hier richtig. Von dem her. Bin sehr gespannt. Gehen wir auf die Bahn. Auf geht's. Mit knapp 250.000 Euro Startpreis ist der GT3 RS einer der teuersten 911er-Varianten. Der 525 PS starke Boxermotor ist der stärkste Sauger in Porsches Portfolio. In 3,2 Sekunden geht es auf 100 km/h. Eine halbe Sekunde langsamer als ein Turbo S. Aber was bei diesem Auto zählt, ist die Performance auf der Rennstrecke. Kurvengeschwindigkeit, Anpressdruck, Emotion. Kommt er damit in Frage als Anwärter auf die Rose? Wonach suche ich hier eigentlich? Also, ich kann das gar nicht so genau sagen. Es muss was Besonderes haben. Es sollte kein Porsche sein, der jeden Tag durch die Stadt fährt. Und ich komme aus München, da fahren wirklich viele Porsches rum. Es muss irgendwas Besonderes sein. Irgendwie muss es mich catchen. Damit fallen Einstiegsmodelle wie der Carrera Basis, S oder T vermutlich raus. Was Besonderes ist der GT3 RS auf jeden Fall. Die ersten Meter im GT3 RS, man spürt sehr viel Vibration erstmal direkt. Das ist schon mal ein Unterschied zu einem normalen Carrera Turbo, die relativ ruhig sind. Hier hat man direkt Vibration, hier ist es laut drin. Also zum Thema Emotionen ist das schon mal ein Pluspunkt hier. Ja, auf jeden Fall. Also das Fahrwerk ist natürlich deutlich härter wie bei einem normalen Carrera. Einfach weil wir auch natürlich den Abtrieb irgendwo beherrschen müssen mit dem Fahrwerk. Dann natürlich deutlich höher ist wie bei einem Seriencarrera. Ja. Um genau zu sein, erzeugt der GT3 RS 860 Kilogramm Downforce. Doppelt so viel wie sein Vorgänger der Serie 991.
Wir haben ein sehr auffälliges Merkmal an diesem Auto. Wir haben einen riesigen Heckflügel. Genau. Was hat sich Porsche dabei gedacht, bei diesem riesigen Heckflügel? Das Ziel war natürlich ganz klar, die Rundstreckenperformance zu verbessern von dem Fahrzeug. Und da bei der Motorentwicklung einfach mal einer gewissen Grenze war, war der Weg eben bei diesem Fahrzeug die Aerodynamik. Wir haben den Heckflügel nochmal 40% vergrößert im Vergleich zum Vorgänger. Das ist viel, ja. Und damit wir eben, gerade was auch das Thema Geradeaus-Performance nicht schlechter werden, einfach das Ganze mit einem aktiven System ausgestattet, auch zum ersten Mal im GT-Umfeld mit einem DRS, mhm, also einem Drag Reduction System. Aus der Formel 1 quasi adaptiert ins Straßenauto. Genau, aus dem Motorsport, um einfach den Widerstand auf der Geraden zu reduzieren, ja, und da den Abtrieb dann zu haben, wo man ihn braucht, nämlich in der Kurve. Der GT3 RS ist ein sehr lauter Kandidat. Deutsche Ingenieurskunst in jedem Detail und auf der Rennstrecke eine absolute Macht. Erste Fahrt im GT3 RS, das war schon mal echt ein guter Hammer zum Anfang. Und da war diese Emotion sofort da. Man fühlt sich sofort mit dem Auto verbunden, man kriegt alles mit. Man hat ein Gefühl zur Straße und man hört den Motor, wie er direkt hinter dir arbeitet. Ich weiß noch nicht, ob es das Richtige ist. Ich meine, mit diesem riesen Heckflügel bist du natürlich sehr präsent. Du fällst überall sofort auf. Das, für den einen mag das schön sein, für den anderen ist das vielleicht etwas, was so ein bisschen gegen die Alltagstauglichkeit spricht. Aber schauen wir mal, was das nächste Auto bietet. Ohne Pause geht's zum Kontrastprogramm. Umstieg ins Turbo Cabriolet, der Wolf im Schafspelz. Beifahrer hier ist Christoph Henrici aus der Vertriebsabteilung. So, das zweite Einzeldate. Yes. Auf meiner Reise. 1974 verpflanzt Porsche zum ersten Mal einen Turbolader in einen 911. Der Porsche 39 Turbo mit 260 PS ist geboren. Sechs Generationen später haben nicht nur der Turbo, sondern auch die Carrera-Modelle einen Biturbo an Bord. Aber der ikonische Name bleibt trotzdem. Der Einstiegsturbo mit 580 PS und der Turbo S mit 650 PS sind leistungstechnisch die Speerspitze des 911er. 2,8 bzw. 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h ohne jede Elektrounterstützung sind eine Ansage. Zwischen den beiden Modellen hat der stärkere Turbo S einen gewaltigen Kaufanteil von 85%. Ganz nach dem Motto, das Beste oder nichts. Da rückt der Preis von knapp 247.000 Euro in den Hintergrund. Das nächste Einzeldate hat Bachelor Julian aber im 20.000 Euro günstigeren Turbo-Basismodell als Cabriolet. Der Turbo ist eigentlich die eierlegende Wollmilchsau. Das ist er, und das ist auch immer wieder die Challenge, das Auto so zu machen, dass er entsprechend sportlich ist, aber zum anderen eben aber auch einen Komfortanspruch unserer Klientel bedient. Wir haben ein Auto, das ist universell einsetzbar. Damit kann ich bei der Oper vorfahren, ich kann aber auch genauso gut damit auf der Rennstrecke gehen. Absolut. Das Auto hat keine Ecken und Kanten, das ist einfach perfekt, ja, so kann man es irgendwie sagen. Ist es schon so, ja. Vielleicht ist er mir schon ein bisschen zu perfekt. Das ist immer wieder, sagen wir mal, eine Sache, die man so ein bisschen hört, dass der fast schon zu perfekt ist. Mhm. Aber wie gesagt, es ist auch dem Thema geschuldet, dass wir da sehr genau auf unsere Kunden hören, ja, und die einfach eine Erwartungshaltung haben und dort einen sportlichen Anspruch haben, aber natürlich trotzdem auch gewisse Komfortfeatures nicht vermissen wollen. Ja. Und wie gesagt, das Beste oder nichts. Der Turbo und der Turbo S, was will man da sagen? Das ist wirklich ein perfektes Auto. Das kann alles. Von komfortabel bis Rennstrecke. Der ist in 2,8 Sekunden auf 100 km/h. Das Ding ist einfach brachial. Mir ist er eigentlich schon wieder zu rund, zu perfekt. Da habe ich keine Ecken und Kanten, in die ich mich wirklich verlieben könnte. Nach einer kurzen Mittagspause überqueren die 27 911er Derivate, teilweise in doppelter Ausführung, den Rhein mit der Fähre.
Nach zwei absolvierten Dates stehen noch drei weitere aus. Und das nächste ist mit einem ganz besonderen Modell und einer ganz besonderen Person am Steuer. Rennlegende Walter Röhr. So, für die nächste Etappe darf ich einmal das Lenkrad abgeben. Und nicht an irgendwen, sondern an Rallye-Legende Walter Röhr. Vielen Dank, dass ich hier mitfahren darf heute. Gerne. Und wir sind unterwegs im nächsten Einzeldate. Es geht jetzt um den 911 ST. Der 911 ST ist mit 292.000 Euro das teuerste Derivat der Generation 992. Wenn er nicht gerade mit dem Heritage-Design-Paket und einer Startnummer nach Wahl daherkommt, ist er kaum von einem GT3 Touring zu unterscheiden. Markantester Unterschied ist die geänderte Luftführung hinterm vorderen Radkasten. Das geschulte Auge findet auch den Gurney-Flap am ausfahrbaren Heckspoiler. Mit dem 4-Liter Boxer und 525 PS aus dem GT3 RS ist er der stärkste 992 mit Sauger und Schaltgetriebe. Dazu ist er noch der leichteste 911er. Wie brachial der ST ist, sieht man ihm von außen kaum an. Vielleicht ja genau die Zutaten, um am Ende des Abends die Rose zu bekommen. Also ich bin auf der Suche nach einem 911er-Derivat, was besonders viel Emotionen mir bietet, wo die Chemie stimmt. Und ich finde es eigentlich auch mal ganz gut, einfach mal das Lenkrad abgeben zu können und mich fahren lassen zu können, mich mal komplett auf das Auto konzentrieren lassen zu können. 911 ST, Walter, wo hast du den ST zum ersten Mal gefahren? Was war so deine erste Reaktion, als du den Wagen bewegen durftest? Ich war ja noch schon sehr früh im Stadium mit dem Auto unterwegs und habe damals sofort gemerkt, das wird was Besonderes. Habe dann praktisch jetzt im letzten halben Jahr gemerkt, das Auto ist im Prinzip in der Vollendung und es wird etwas ganz Extremes. Das Sondermodell ST wird in Anlehnung an das Erscheinungsjahr des Kultsportwagens nur 1963 mal gebaut und feiert damit 60 Jahre Porsche 911. Der Name geht zurück auf ein ganz besonderes Modell, das damals Rennen wie Daytona, Targa Florio oder die 24 Stunden von Le Mans mitgefahren ist. Der 911 ST aus 1969, also die etwas sportlichere Ausführung S mit einer optionalen Wettbewerbsausführung, welche nur maximal 26 Mal bestellt wurde und ihm inoffiziell das T für Touring verleiht. Man muss auch sagen, also man hört natürlich, es fehlt Dämmung, es ist ein bisschen lauter hier drin. Ja. Man bekommt direkt ein Gefühl mit der Straße. Wenn du jetzt den GT3 Touring daneben hältst, der ist noch viel mehr auf Langstrecke ausgelegt. Jawohl, das ist ein reines... Das ist ein Spaßauto. Ein Spaßauto, ja, für die Landstraße, ja, damit mal Pässe zu fahren, kurvenreiche Straßen. Mhm. Da hast du das Maximalste, was du hast. Also ich habe noch kein Straßenauto gefahren, das so perfekt wäre wie dieses Auto. Ich gehe so weit, dass ich sage, ja, ich habe im Prinzip kein Wettbewerbsauto nicht gefahren, ja, das so lenkt wie dieses Auto. Okay, nach diesen Worten, die Latte hängt extrem hoch. Es ist ein wahrer Anwärter auf meine Rose am Ende dieses Tages. Ich werde ihn aber später auch noch selber fahren. Ich werde noch, ja, die Möglichkeit haben. Das ist ganz wichtig, ja, dass du selber erlebst, wenn du da mit Gas gibst, wie das am Gas hängt, was, ja, da für einen Schub dahinter ist. Du merkst diese Leichtigkeit des Autos, ja, das ist enorm. Selbst ans Steuer des ST geht es gleich. Zuerst noch ein Speeddate mit einem echten Gentleman, dem 911 Sport Classic. Das auf 1250 Stück limitierte Sondermodell basiert auf dem 992 Turbo, soll aber mit dem typischen Endenbürzel an die alten Carrera RS-Modelle des Urmodells erinnern.
Er tritt in die Fußstapfen des 911 Sport Classic auf Basis des 997 GTS, von dem damals nur 250 Exemplare entstanden sind. Dieses Mal an unserer Seite Christian Heck aus dem Department der Porsche Exclusive Manufaktur. Ein bisschen was anderes als eben beim ST. Der wollte ein bisschen. Der ist ein bisschen radikaler, was das angeht. Genau. Da hat man auch das Einmassenschwungrad etwas mehr und so weiter. Und wir haben hier eher die Gentleman Driver Variante. Ja. Mhm. Trotzdem Handschalter, 550 PS auf der Hinterachse. Mhm. Also auch 550, das ist ja auch. Das ist der Turbomotor, der normalerweise nur als 4BD gibt, also Allrad, in dem Fall Heckantrieb. Ja, okay. Und trotzdem ist das ja eigentlich eher ein gediegenes Fahrzeug. Also wir sind hier eher in einem, also so fühle ich mich zumindest. Ja, genau, absolut. Also wie gesagt, wenn man von The Beauty and the Beast sprechen kann, dann sind wir die ganzen Biester bisher schon gefahren, wie ich gelernt habe. Das ist die Beauty. Die Schönheit leistet 550 PS, also 30 weniger als im Turbo. Der Sprint auf 100 dauert damit über eine Sekunde länger. Dafür gibt's für Puristen statt PDK ein manuelles Siebenganggetriebe. Wir knüpfen zum einen an den 997 Sportklassik, der wurde 2009 eingeführt. Der war quasi so der Startschuss eigentlich für die, oder ein Wiederstartschuss für die Kleinserienaktivitäten bei Porsche Exclusive. Da war seit dem 964 Turbo Leichtbau schon eine längere Pause. 2009 haben wir das dann wieder aufgelegt. Und der hat eben zum einen eben den 997 Sport Classic zum Vorgrund, ist aber auch das zweite Auto der Heritage Design Strategie. Das erste fährt hier genau vor uns, der Targa 4S Heritage Design Edition. Die 992 Exemplare der Sonderedition haben mindestens 183.000 Euro gekostet. Es werden noch zwei weitere Autos kommen und wir fahren dann noch die 70er. Da wird es ein bisschen verrückter und die 80er, da steigen wir dann in das, da werden wir richtig rebellisch, kann man sagen. Sport Classic hat schon mal zwei große Vorteile. Einmal, wir haben auch hier wieder einen Handschalter und zweitens, er ist limitiert. Das sind natürlich echt zwei Pluspunkte für ihn. Und dabei ist er jetzt nicht so kompromisslos und aggressiv wie so ein ST, sondern mit dem kannst du halt wunderbar durch die Stadt fahren, bei der Oper vorfahren. Und es ist einfach ein Klassiker. Gefällt mir gut. Apropos ST. Wir kommen noch einmal zurück auf den jungen Wilden, der die 60 Jahre Porsche 911 zelebriert. Nach einer Mitfahrt bei Rallye-Legende Walter Röhrl ist es Zeit für den Bachelor, selbst hinters Steuer zu klettern. Okay, wir sitzen im 911 ST zusammen mit dem Frank. Hallo, herzlich willkommen. Frank Moser, Baureihenleiter für den 911 und 718. Diesmal darf ich auch selber ans Steuer, eben noch mit Walter Röhrl an meiner Seite, der mir wärmstens empfohlen hat, auch noch mal den ST selber zu fahren. Es ist ja im Grunde genommen so ein bisschen wie ein GT3 RS mit Touring Package, wenn man so will. Allerdings ist das jetzt, kann man das nicht mit einem GT3 Touring Package vergleichen. Das ist schon alles natürlicher. Seit der Generation 991.2 bietet Porsche neben dem Straßenracer GT3 mit feststehendem Heckflügel auch ein dezenteres Touring-Package ohne Flügel an. Der ist bei den Kunden äußerst beliebt, aber deutlich weniger radikal als ein 911 ST. Es ist ein komplett anderes Auto. Er wiegt 40 Kilogramm weniger als der GT3 Touring mit Schaltgetriebe. Er wiegt 70 Kilogramm weniger als der GT3 RS. Mhm. Und letztendlich merkt man dann eben diese Leichtigkeit, 1380 Kilo mit vollem Tank, merkt man eigentlich mit dem 8% kürzer übersetzten Schaltgetriebe im Vergleich zum GT3 Touring, mit den Gewichtsreduzierungsmaßnahmen. Das macht das Auto nochmal ganz besonders und nochmal deutlich anders in der Agilität, im Ansprechverhalten als ein GT3 Touring. Ja. Das ist auch so eine Sache. Du kannst diesen Wagen unglaublich hochziehen. Ja, er dreht 9000 und
Und er spricht halt unglaublich dynamisch und schnell unten raus an. Das sind genau diese reduzierten Massen bei den rotierenden Massen. Und das merkt man einfach im Ansprechverhalten. Und das muss man hier erstmal begreifen, dass bei 6000 wird das Auto schon so agil und da denkt man sich, ja, so, jetzt kommt der nächste Gang. Aber nein, du kannst noch 3000 Ton mehr draufballern. Unglaublich agil. Ja, also das zaubert mir ein Grinsen ins Gesicht. Ja, und das ist das, was ich meine, es macht das Auto so besonders. Es ist nicht nur die Optik, es ist einfach nochmal das wirklich noch bessere Fahrverhalten, als es ein GT3 Touring hat. Und man glaubt eigentlich nicht, dass man GT3 Touring nochmal besser darstellen kann. Aber mit dem ist es wirklich gelungen. Ja. 27 verschiedene Porsche 911 992. Einige der spannendsten davon sind wir heute im direkten Vergleich gefahren. Der 911 ST überzeugt mit purem und emotionalem Fahrspaß. Wild wie ein Rennwagen, aber gerade noch dezent genug für den Alltag. Den großen Auftritt hat sich der GT3 RS gesichert. Der enorme Heckflügel macht ihn nicht nur zum Eyecatcher, sondern auch zur Waffe für jeden Trackday. Vergangenheit trifft auf Moderne im limitierten Sport Classic aus der Porsche Exclusive Manufaktur. Gleichzeitig ein seriöses Spaßauto und ein gefragtes Sammlerstück. Und er ist der Streber aus Zuffenhausen, der Turbo. Er kann alles und ist überall zu Hause. Power bis zum Abwinken und bei Bedarf komfortabel wie ein fliegender Teppich. Welcher der vier Finalisten geht als Sieger aus der Nacht der Rosen? Und schon geht ein langer, ereignisreicher Roadtrip voller schöner Eindrücke zu Ende. Ich konnte einige Derivate der 27 Stück kennenlernen und es ist nun Zeit für die Nacht der Rosen. Und es ist jetzt tatsächlich auch Nacht geworden. Die Sonne ist weg und ich habe eine Rose, die ich hier vergeben darf. Ich mache es kurz und schmerzlos. Diese Rose geht an den 911 ST. Es geht in der Liebe um Emotionen und diese Emotionen habe ich bei diesem Auto von Anfang an gespürt. Er ist der perfekte Mix aus einem wirklich aggressiven Spaßauto. Du hast aber trotzdem noch ein gewisses Maß an Alltagstauglichkeit, das du brauchst. Du hast einen Kofferraum, wir haben einen Handschalter an Bord und er ist obendrein auch noch limitiert. Von daher ist das meine Wahl der Stunde. Jetzt muss ich nur noch die Kollegen von Porsche überreden, dass ich den mitnehmen darf.